Ihnen. Bevor wir mit der Siegerehrung anfangen, noch kurz ein paar Worte. Also dieser Herbst, der hier steht, der war auch ein Fußballnationalspieler. Das ist der Walter Ludescher. Er hat in der österreichischen Nationalmannschaft gespielt. Er ist einer der wenigen, die in England gewonnen haben. Er hieß der Chelsea, Liverpool, Menu. Und der hat damals in England mit der Nationalmannschaft gewonnen. War natürlich auch ein super Trainer aus der Frankfurt, jahrelang in der Bundesliga. Und der wird mit uns gemeinsam die Siegerehrung machen. Und nach der Siegerehrung dürfen die besten drei noch einmal zur Schuss fahren. Und weil wir zwei Fünfjährige auch haben, den Jonas und den Tomatentarzan, die zwei Fünfjährigen, also der Tomatentarzan ist der Fabio, unser Wiener Urlaubsgeist, die dürfen natürlich auch mitschießen, um das Leibchen, was der Walter Schachner für den Tagessieger geschickt hat. Bevor wir anfangen, möchte ich noch gerne von Herrn Walter Ludescher ein paar Wörter haben. Ja, mit Mikrofon ist jetzt Platz noch einmal, also jetzt kommen wir zur Siegerehrung. Es wird immer Verlierer, Sieger, die ersten drei, die werden besonders prämiert, aber für alle, die haben sich entsprechend verbessert. Und so wie der Richie schon gesagt hat, also die besten drei von beiden Gruppen und dann die zwei Fünfjährigen, die haben dann noch einmal die Gelegenheit auf die Schusswand, den letzten Bewerb zu machen. Und es geht dann in dem Fall um ein Leibchen von Admira, da ist der Walter Schaffner Trainer, der ja selber über 80 Mal in der Nationalmannschaft gespielt hat und erfolgreicher Trainer von Austria Klagenfurt, Austria Wien, GAK, 1860 München ist und der mit Admira ja eigentlich sich zum Ziel gesteckt hat, dass sie aufsteigen. Wenn wir schauen, es geht also um ein Leiberl und da sind alle unter von den Spielern sind da drauf, ist also ganz top aktuell, also sicher etwas, wofür sich es lohnt, besonders anzustrengen. So, aber jetzt gehen wir zur Siegerehrung. Bitte, Richie. So, meine Lieben,